Typ behindert? So, moin moin ihr Landratten, was geht? Fuhr mir ein Exemplar von einem perfekten Autofahrer. Ich fahr durch, okay, mein Fehler. Er fährt an mit quietschenden Reifen, wenn ich da nicht Vollgas dann gebe, dann knallt er mir hinten rein. Geile Aktion auf jeden Fall. Dann kommt er an, guckt mich noch an auf doof. Ich habe jetzt aber heute überhaupt keinen Bock auf Stress oder irgendwie mit dem jetzt zu labern oder so. Der sieht schon so scheiße aus. Deswegen tue ich da nichts und fahre einfach vorbei. Hier, perfekter Autofahrer. Leute, passt immer auf. Ich kenne jemanden, dem ist das auch schon mal passiert. Der fährt einfach vor, filtert, stellt sich nach vorne. Man fährt ja jetzt nicht immer mit Vollgas direkt los, wenn man gefiltert hat. Man steht halt vorne und als Motorradfahrer ist man auch fix unterwegs. Aber man gibt ja jetzt nicht immer Vollgas. Man braucht ja nicht immer irgendwie auf Voll gehen. Das beansprucht ja auch die Kette extrem und das Getriebe und so weiter. Und dann ist meinem Kollegen schon mal das passiert, dass einfach jemand auch mit quietschenden Reifen so angefahren ist, wie der eben. Und der hat das gar nicht so richtig mitbekommen im ersten Moment. Und dann ist er ihm hinten voll reingeknallt. Er hatte ziemlich Glück, so dass das Motorrad hinten, dass das Auto sich hier zwischengestellt hat, das hier richtig reingegangen, zwischen Nummernschild, also zwischen Heck und Reifen, ist es da richtig rein und wurde durch die Reifendrehung da auch reingedreht und hat das so richtig aufgebockt und nach vorne geschoben und das steckte dann halt auf dem Auto. So ist dann wenigstens nichts passiert, außer dem Schock, den er hatte. Aber das kann auch scheiße ausgehen, wenn er dich ein bisschen quer trifft oder du ein bisschen schief bist und der schubst dich um und ist gerade sowieso im Vollgas, der kann ja überhaupt nicht bremsen. Und dann überfährt er dich oder so. Also das ist echt so gefährlich. Deswegen habe ich für sowas immer ein Auge, oder ein Auge sag ich, ein Ohr offen, dass wenn jemand so Vollgas gibt, dass ich das schon höre, dass ich dann auch selber Vollgas gebe. Auch wenn ich weiß, der hat so einen kleinen Lieferwagen, irgendwie so ein Renault oder Citroën oder was das war, mit wenig Power. Aber bevor der mir hinten reinfährt, gebe ich lieber einmal zu viel Vollgas und bin weg. Problem ist dann halt, dass sie das auch dann wieder als Provokation sehen und auch nochmal Gas geben und so. Und mit so einem Typen, ich hatte jetzt keinen Bock, klar, jetzt kommen wieder Kommentare, du bist doch scheiße, selber schuld, dass du durchfährst und filterst und so. Ich mach das einfach so, ich habe schon mal gesagt, in Hamburg besonders wird das auch von der Polizei toleriert. Ich habe da mit Lactowitz drüber geredet, da wird es in Stuttgart wird das auch toleriert, man darf durchfahren, die Polizei sagt dann nichts. So wie hier, einfach ein Fahrradweg, da kann man doch langsam mit 10 km/h, 20 km/h durchfahren und stellt sich vorne an die Ampel. Bevor das Auto losfährt, wenn es normal fährt, bin ich ja auch schon wieder weg. Es stört ja keinen. Ich weiß, es ist trotzdem mein Fehler, aber dann diese Leute, die dann so durchdrehen und so. Manchmal kriege ich dann einfach Bock auf ein bisschen Road Rage. Den hätte ich auch ausbremsen können oder hier oder da oder beschimpfen, Mittelfinger zeigen. Ich habe da jetzt aber auch nicht immer Bock drauf. Ich wollte jetzt eigentlich auch gar kein Video drehen heute, einfach nur ein bisschen fahren. Das ist jetzt alles so ein bisschen spontan gekommen. Ja, deswegen, das soll es schon gewesen sein mit dem Video für heute. Wow, ein CLS 63S AMG. Was ein wunderschönes Auto.
Und damit verabschiede ich mich von euch. Oh, brutal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend. Ein Däumchen wäre ein Träumchen. Und bis zum nächsten Video.